Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem weiteren Adventskalender, den wir gemeinsam auspacken. Wir haben hier den Action Max and More Adventskalender. Für diejenigen von euch, die meine Videos nicht kennen, ich mache es immer so, dass ich Türchen 1 bis Türchen 24 gemeinsam mit euch durchgehe. Türchen für Türchen für Türchen. Den Inhalt bewerte ich dann nach Haufen, nach meinem persönlichen Geschmack und was ich benutzen würde und was nicht. Doofer Haufen, mittlerer Haufen, guter Haufen. Und am Ende vom Video zeige ich euch nochmal den gesamten Inhalt vom Kalender und meine persönliche Haufenverteilung und dann könnt ihr dementsprechend entscheiden, ob der Kalender etwas für euch ist oder nicht. Und das Ganze machen wir nach dem Intro. Der Max & More Adventskalender kostet 14,95 Euro. Wenn man das Ganze durch 24 Türchen teilt, hat jedes Türchen im besten Fall einen Warenwert von 62 Cent. Er enthält alles für einen Top-Look an Weihnachten. Jeden Tag eine Beauty-Überraschung mit Glitzerlidschatten, Wimperntusche, Wet-Look-Lipgloss, einer Lippenmaske und viel mehr. Ich bin sehr gespannt, denn das ist einer der günstigsten Kalender, die ich so auspacke. Und ich würde sagen, wir beginnen mit Türchen Nummer 1. Oh, es ist jetzt schon erstes Türchen. Ich reg mich auf. Du hast hier aber so ein Loch, wo du reindrückst. Und schon habe ich Türchen 18 mit aufgerissen. Ich hasse das, wenn Adventskalender eine schlechte Verpackung haben. Das regt mich immer tierisch auf. Und wenn sie dann drinnen so ein Plastik haben, ist es echt schwer, Sachen rauszuholen. Gerade hier jetzt. Guck mal, weißt du, wie ich meine? Ich komme nicht richtig in diese Lasche rein, um das rauszuholen. Hier ist auch noch was Spitzes. Das ist irgendwie ein Augenbrauenstift. Ich will mich jetzt auch nicht schneiden. Also, erstes Türchen direkt Stress. Türchen Nummer 1 ist ein Augenbrauenstift in der Farbe Brown. Ich finde farbgebundene Produkte in Adventskalendern eigentlich immer scheiße. Ich gehe hier aber nach meinem persönlichen Geschmack, was ich jetzt benutzen würde und was nicht. Der Braunton wäre für meine Augenbrauen zu hell. Deswegen kommt es für mich auf den doofen Haufen, weil wenn es jetzt wenigstens noch meine Farbe wäre, wäre es auf dem mittleren Haufen. Aber ist es farbgebunden, ist eigentlich immer schwierig. Kommt für mich auf den doofen Haufen, weil ist nicht meine Farbe. Und wenn du jetzt hellblond bist oder schwarze Augenbrauen hast und so, wird es halt auch nicht passen. Türchen 2. Oh, du brauchst auch viel Kraft, um reinzudrücken. Türchen Nummer 2 ist eine Highlight Cream mit 10 ml. Flüssig-Highlighter sind auf jeden Fall Produkte, die ich benutze. Das würde ich auch benutzen, deswegen guter Haufen. Türchen 3. Türchen 3 sind so Augenbrauen-Schablonen. Ich kenne niemanden, der sowas benutzt. Ich benutze es auch nicht. Ist für mich irgendwie ein Kackprodukt, sag ich euch ehrlich. Also ist ja auch mein Geschmack. Aber jetzt so, es gibt Füllprodukte, die machen für mich Sinn. Das ist für mich irgendwie jetzt nicht so sinnvoll. Kommt für mich auf einen doofen Haufen. Vor allem sind das auch sehr dünne Schablonen alle. Also die werden alle für mich viel zu dünn. Aber ich habe ja eh immer stetigen Wechsel mit meinen Augenbrauen, mit dick, dünn und hast du nicht gesehen. Ich habe ja mein eigenes Lash Lamp, Wimpern- und Augenbrauenserum. Ich muss auch ab und zu Werbung für meinen Online-Shop machen, Diggis. Also falls ihr tolle Produkte sucht, schaut gerne in meinem Online-Shop vorbei. Damit könnt ihr mich auch unterstützen. Ich habe da wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Unter anderem ein tolles Augenbrauen- und Wimpernserum, einen richtig tollen Make-up-Schwamm, das beste Make-up-Ei, was ich kenne, zum besten Preis und hast du nicht gesehen. Lohnt sich schon, da vorbeizugucken. Genau, guck mal, wie lang meine Wimpern sind, alleine wegen meinem Serum. Guck mal, die gehen fast bis zu meinen Augenbrauen hier vorne. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Mascara so krass ist, sondern weil meine Wimpern so heftig sind, weil ich mein Serum aktuell so regelmäßig benutze. Naja, machen wir weiter mit Türchen Nummer 4. Krass, das hat's ausgehalten. Boah. Türchen Nummer 4 ist ein transparentes Setting-Puder mit 2 Gramm. Das ist für mich ein schönes Produkt. Das würde ich definitiv benutzen. Das kommt für mich auf den guten Haufen. Türchen Nummer 5. Türchen Nummer 5 sind so Glitzer-Nagellack-Sticker. Würde ich nicht benutzen. Ist für mich irgendwie auch ein unsinniges Produkt. Kommt für mich auch auf einen doofen Haufen mit Tendenz zur Mitte. Türchen Nummer 6. Der Nikolaus. Wo ist Türchen 6? Bin ich blind? Ach, Türchen 6 ist hier. Guck mal, ist auch was abgerissen. Deswegen habe ich es nicht gesehen. Oh, schön. Türchen Nummer 6 ist ein Glitter-Eyeliner mit 3,4 ml in einem sehr schönen Ton. Das ist etwas, was ich definitiv benutzen würde. Ich benutze sehr gerne Glitter-Eyeliner. Kommt deswegen für mich auf den guten Haufen. Türchen Nummer 7. Türchen Nummer 7 sind 6 Pickel-Patches. In so einem süßen Design. Das ist ein süßes Produkt. Huch, das würde ich definitiv benutzen. Deswegen guter Haufen. Türchen 8.
Türchen Nummer 8 ist ein Kajalstift in einem schönen braunen Schimmerton, also fast schon in Richtung Bronze. Würde ich auch benutzen. Kommt deswegen auf den guten Haufen. Wundert euch bitte nicht, dass ich Sachen nicht swatche, weil im Dezember mache ich jeden Tag auf Instagram ein Gewinnspiel mit Kalenderinhalten. Und deswegen verzichte ich da auf Swatches und ich plane für meinen Online-Shop auch coole Projekte. Deswegen, dass ihr euch nicht wundert, warum ich Sachen nicht swatche. Ich mache es nur, wenn es wirklich sein muss. Türchen 9. Türchen 9 sind Under-Eye-Pads in so Sternform. Ich benutze Under-Eye-Pads und das jeden Tag. Ich habe extra einen Kühlschrank für solche Geschichten, auch für Tuchmasken. Ich habe mit so Sternchen Under-Eye-Pads eigentlich nicht so gute Erfahrungen. Ich würde sie aber trotzdem benutzen. Vielleicht ist es ja die Ausnahme. Kommt für mich auf den guten Haufen. Türchen 10. Türchen 10 ist so eine Mini-Nagelfeile, die ist viel zu grob. Also damit würde ich meine Nägel niemals feilen. Das ist vielleicht eine, mit der du sehr künstliche Acrylnägel oder so feilen kannst, falls man das darf. Das weiß ich gerade gar nicht. Kommt für mich auf einen doofen Haufen, weil so grobe Nagelfeilen bin ich kein Fan von. Kann ich nicht viel mit anfangen. Würde ich auch nicht benutzen. Also das ist halt für mich, das ist einfach zu grob, Digga. Ich würde das an keinem meiner Nägel benutzen, weil das für mich komplett aufreißen würde. Türchen 11. Türchen 11 ist ein Color Changing Lip Gloss. Lipglosse tue ich eigentlich immer auf den guten Haufen. Color Changing würde ich jetzt nicht benutzen. Ich will einfach wissen, welche Farbe und dann ist gut. Kein Bock auf irgendwelche Überraschungen. Kommt für mich auf den mittleren Haufen. Ist jetzt kein doofes Produkt, aber ich würde es nicht benutzen. Türchen Nummer 12. Oh, dieser Kalender. Digga, ich box dich gleich raus, Mann. Echt? Also wirklich? Also meine ganzen Nägel, ey, gehen hier schon fast kaputt. Türchen Nummer... Ja, moin, ich habe auch noch nie einen Kalender, glaube ich, geboxt in all den Jahren. Türchen Nummer 12 ist so ein Minispiegel. Das ist für mich doofer Haufen, weil das so ein Spiegel, der macht für mich keinen Sinn. Solche Spiegel mache ich eigentlich immer auf einen doofen Haufen, weil, ja, der hat keinen Deckel. In der Tasche wird der zerkratzen. Ist für mich irgendwie sinnlos. Deswegen doofer Haufen. Türchen 13. Türchen 13 ist eine Hydrated Gel Maske mit 8 ml, eine Gold Jelly Face Mask. Sowas würde ich benutzen. Kommt für mich auch auf den guten Haufen. Ich sag euch ehrlich, ich bin eher vorsichtig. Ich hatte einmal im Action-Kalender so Tuch, also so eine Gesichtsmaske zum Auftragen, habe ich aufgetragen. Meine Haut war sehr gereizt. Ich persönlich würde aus diesem Kalender nichts an meiner Haut anwenden. Und ihr wisst, ich wende alles gefühlt an meiner Haut an. Aber ich habe auch schon ein, zwei Action-Make-up-Videos hinter mir. Manche Produkte waren gar nicht mal so schlecht. Gerade für den Preis darfst du nicht vergessen. Aber Pflege habe ich jetzt nicht so gute Erfahrungen. Gerade mit so Gesichtsmasken und so, da bin ich... Nee. Türchen 12. Ach so, hatten wir schon die Halbzeit. Mann, das ist ja auch alles schon kaputt, weil das so ein ganz komisches Material ist. Die Türchen, die sind zu fest, die Pappe ist zu fest für das Plastik drin und so, aber okay, was erwartet man für den Preis, weißt du, wie ich meine? Ich weiß gar nicht, welches Türchen wir hatten. Wir hatten 13, jetzt kommt sogar Türchen 14. Der ist schon so zerfleddert. Türchen 14 sind so Schablonen für so Eyeliner-Gedöns. Ist auch etwas, was ich nicht benutzen würde. Ist für mich auch blödes Produkt, Digga. Ist jetzt auch nicht so eine krasse Qualität. So komische Eyeliner-Schablonen kommen für mich auch auf den doofen Haufen. Türchen 15. Türchen 15 ist ein Lip Scrub mit 5 ml. Peelings benutze ich immer. Das ist ein Produkt, das ich nutzen würde, wenn ich halt Action-Produkte an meine Haut lassen würde. Kommt für mich auf den guten Haufen. Türchen 16. Türchen 16 sind so Nagelsticker, die aber teilweise in der Verpackung schon lose sind. Kommt für mich auch auf den doofen Haufen. Ist für mich auch so ein Produkt, so kann ich auch gar nichts mit anfangen. Und ist für mich halt so... Klar, bei dem Preis, was sollen sie reinmachen, ne? Also bei mir kommen eigentlich mittlerweile echt selten Produkte auf den schlechten Haufen, aber hier ist schon doll. Türchen 17. Türchen 17 ist eine Mascara, eine schwarze Mascara. Schwarze Mascaras landen bei mir immer auf dem guten Haufen, die dementsprechend auch. Türchen 18. Türchen 18 ist... Ich habe keine Ahnung. Türchen 18 ist so ein... So ein Powder Puff. Sieht von der Qualität jetzt nicht hochwertig aus. Eigentlich landen die bei mir auf einem guten Haufen, aber der wirkt von der Quali schon sehr schwierig. Ist noch okay, kommt für mich auf einen guten Haufen, würde ich benutzen. Türchen 19. Türchen 19 ist mit 5 ml ein Eyeshadow Primer. Eyeshadow Primer benutze ich, deswegen auch hier guter Haufen. Türchen 20. Oh, Türchen 20 enthält zwei süße Haarspangen. Einmal mit so Perlen und einmal mit so Glitzergedöns. Sowas würde ich tragen und benutzen. Das kommt für mich auf den guten Haufen. Türchen 21 enthält eine schöne Lidschattenpalette. Ich kenne jetzt nicht hier die Qualität, das kann ich nicht beurteilen.
Teilen. Das ist auch viele Jahre her, dass ich Action-Lidschatten getestet habe. Damals fand ich es geht so von der Qualität, aber wenn man sich das erste Mal ausprobieren will, okay. Das sind schöne Farben, die würde ich benutzen. Deswegen kommt das für mich auf einen guten Haufen. Jetzt bin ich gespannt, was in der 24 ist, weil ich hätte gedacht, dass so eine Palette ist eigentlich immer so bei Action-Kalendern. Also, dass da eine Palette drin ist, dass die in der 24 ist, aber jetzt wird's spannend. Türchen 22 ist so ein Mini-Pisspinsel. Ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll. Das ist so... Digga, das sind einfach Pinsel, die sehen für mich sinnlos, würde ich jetzt nicht benutzen. Ist mir einfach zu klein, kommt für mich auf die Mitte. Ist jetzt kein komplettes Müllprodukt, aber ist halt auch nicht geil. Türchen 23 ist ein Bronze-Powder, was für mich nicht nach einem Bronzer aussieht. Auf gar keinen Fall. Das sieht für mich nach einem Lidschatten aus, nach einem goldenen Lidschatten oder nach einem Highlighter. Aber als Bronzer wüsste ich jetzt nicht, wie man das passend benutzen soll als Farbton, weil da auch viele Schimmerpartikel sind, weil das auch einfach in Richtung Gold ist. Ich würde es einfach als Lidschatten benutzen. Kommt für mich deswegen auf den guten Haufen. Türchen 24. Bei manchen Kalendern freue ich mich richtig, dass ich... da bin ich traurig, wenn ich fertig bin mit Auspacken. Hier gar nicht. Weil guck dir mal den zerfledderten Kackkram hier an. Türchen 24 ist ein Marble Lipgloss mit 10 Millilitern. Das ist ein Produkt, das ich benutzen würde. Das kommt für mich auch auf den guten Haufen. Ja, ich zeige euch jetzt einmal meine Haufenverteilung und dann sprechen wir nochmal über den Kalender. Hier seht ihr einmal den Inhalt vom Kalender. Wir haben einen doofen Haufen, einen mittleren Haufen und einen guten Haufen. Auf dem doofen Haufen haben wir für mich einfach qualitativ minderwertige Produkte, so komische Eyeliner-Dinger, die verbogen sind, Augenbrauen-Schablonen, Nagelsticker oder Sticker fürs Gesicht, die sich schon verschieben, ein Spiegel ohne Deckel, eine Nagelfeile, die viel zu grob ist, Nagelsticker in der schlechten Qualität, ein farbgebundener Augenbrauenstift, der auch noch nicht mein Ton ist. Auf der Mitte haben wir Produkte, die nicht super schlecht sind, die ich aber nicht benutzen würde, zum Powder Puffs benutze ich, aber den finde ich schon von der Qualität sehr minderwertig. Color Changing Lip Gloss ist nicht so meins. Ja, so ein Pisspinsel, guck mal, da kann ich auch nichts mit anfangen. Auf dem guten Haufen haben wir eine bunte Mischung an Produkten. Wir haben eine Lidschattenpalette, ein Setting Puder, ein Bronzer, wobei das ist für mich kein Bronzer, egal für welchen Hautton, das ist ein Lidschatten. Eine Gesichtsmaske, ein Eyeshadow Primer, Under Eye Pads, Pickle Patches, Haarschmuck, eine Highlighter Cream, Lip Gloss, Lippenpeeling, Glitter Eyeliner, Kajalstift und eine Mascara. Ich muss sagen, wenn man einen günstigen Kalender sucht, wo jetzt nicht alles Müll ist, kann man definitiv zu diesem Kalender greifen, weil ich kenne ähnliche, die ähnlich vom Preis sind, wo einfach der Inhalt Schrott ist, sag ich mal. Für mich persönlich ist er nichts, also mich spricht er nicht an. Ich bin auch bei so extrem günstigen Produkten immer ein bisschen vorsichtiger damit, das ins Gesicht zu tun. Das war früher anders, aber ich habe auch schon Produkte von Max & More getestet, die ich echt nicht schlecht fand, aber auch nicht überdurchschnittlich gut, aber für den Preis, weißt du, wie ich meine. Ich muss sagen, ich finde ihn ganz okay, aber gerade in den Preis Segment, es ist sehr schwer, überhaupt was zu finden. Deswegen ist er ganz in Ordnung. Ja, Digis, also ich muss sagen, für den Preis kann man wirklich nicht viel erwarten. Aber ich persönlich bin einfach Fan davon, dann hol dir einen Balea-Kalender oder einen Isana-Kalender. Da hast du halt schon schöne Produkte, die man auch, ne, so Reisegrößen, Pflege und hast du nicht gesehen, weil ich hätte mich jetzt nicht so wirklich umgehauen. Aber ich weiß, dass man bei dem Preis jetzt nicht so krasse Erwartungen haben kann, aber auch vom Kalender, vom Auspackfeeling so. Also klar, man sollte bei so krassen Sachen nicht so heftige, also bei so günstigen Sachen so heftige Erfahrungen haben, aber heißt ja nicht, dass nur doofe Sachen drin sein können. Ich meine, es waren jetzt auch nicht nur doofe Sachen drinne. Ich persönlich finde ihn aber nicht so überzeugend. Wir haben ja schon einiges auf dem doofen und auf dem mittleren Haufen gehabt, auch von meinem persönlichen Geschmack her. Weiß ich nicht. Würdet ihr euch den Kalender kaufen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ansonsten war es das auch an dieser Stelle. In diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.